Bundesarbeitsminister Hubertus Heil besucht in diesen Tagen Indien. Dort steht der G20-Gipfel der Arbeitsminister an. Es geht Heil aber auch um Fachkräftemigration. Vor allem IT-Spezialisten werden in Deutschland dringend gebraucht. Die möchte der SPD-Politiker gerne anwerben. Ich habe mitbekommen, dass hier in Indien die Affinität zu technischen Berufen sehr, sehr groß ist. Das hat dazu geführt, dass hier überproportional viele IT-Kräfte ausgebildet wurden, IT-Fachingenieure. Und ein paar davon können wir auch für Deutschland gewinnen. Nach Einschätzung von Heil sind gerade geregelte Arbeitszeiten ein wichtiger Grund für indische Fachkräfte nach Deutschland zu kommen. Er betonte, dass IT-Fachkräfte im indischen Silicon Valley, Bengaluru, heutzutage vermutlich ähnlich viel verdienen wie in München, aber es dort keinen Feierabend gebe.